jetzt ins Ofen. Jetzt guckt er sich um. Jetzt macht er zu. Mach auf, dein Auge, mach's auf. Und direkt wieder zu. Fantastico. Bis. Jetzt hab ich einen Plan. Mach zu. Doch so darüber klitschen, anders geht's gar nicht. Tschüss. Leute, ich hab keinen Bock mehr. Aha. Okay. Ach so. Ich weiß nicht, wie ich hier weiterkommen soll. Mann. Alter. So weit waren wir jetzt auch schon lange nicht mehr. Komm schon, jetzt hat meine Taste versagt. Ich will nicht mehr. Mann. Wir beenden das Ganze jetzt mit einem schwungvollen Durchlauf. Auf. Zu. Auf. Guck dich um. Nochmal um und zu. Auf. Na, gehst du wohl auf? Zu. Auf. Zu. Bitte nicht! Nein!
sein. Leute, ihr habt gesehen, wo ich hin muss. Ich beende die Aufnahme kurz und mach dann da hinten weiter, wenn ich schaffe. So, Leute, jetzt sind wir hinter dem Wurm. Tut mir leid, dass ich cutten musste, aber ich bin jetzt schon 20 Minuten dran oder so. Miep? Wo bin ich denn jetzt? Ich will mal ganz schlau auf uns zuraten und denke mal, wir müssen da in die Mitte. Chris! No! What are you doing here? You weren't supposed to come here. Damn it. Well, I need to tell at least someone about it. Uncle Fred? A couple of years ago, I invented this portal. I started dropping down things on it. Garbage from my workshop. Failed experiments and gadgets. I thought it was great not to have to care about where it went. But after a while, it started to bug me. I tried to find out where it all went. I sent radio transmitters, GPS devices, even flares. But it all concluded in the same answer. These things didn't return to Earth. One thing I learned from this when I came here. The autobiological test subjects I created and sent here, they weren't a failure. At my young age, I couldn't really grasp what he was saying. Don't you see what I did, son? I created them. I created life. And when I came down here, I couldn't help but defend them against the creatures that lived here. They look up to me like I was their savior. And here we are, with a launch pad made from scrap metal that will only hold for one ride. But you coming here has made me realize something. I must stay here and help these people. I owe that much to them. And I owe to your parents that you get back home. If it holds for both of us, I will be right behind you and come back when I have resupplied. Okay. Jetzt haben wir uns den Arsch aufgerissen, um dich zu finden, du Arschloch. Und die Jagd ist so down there, kid. But I have always wondered, maybe we are the ones up there. Das war jetzt ein ganz langes Let's Play, korrekt? Ich hab gedacht, jetzt geht's noch irgendwie viel weiter oder so, keine Ahnung. Aber naja. Danke fürs Zusehen. Freesound.org, ZGTextures.com, .com. Sorry. And that's the way the story goes. Time to go to sleep now. Did Uncle Fred ever return? No, honey. He's still down there, helping them fight those monsters. So he's still there? Yes, they need him. And I think he needs them as well. Did that really happen? Nah, it's just a story, kid. Sweet dreams. What the hell are you doing? Oh yeah. Oh, oh yeah.
das Ende ist jetzt aber mal voll süß gewesen. Naja, wie dem auch sei. Bis zum nächsten Let's Play, Leute. Peace.